Willkommen zurück zu Indiana Jones 3. Ja, in der letzten Folge haben wir diesen kleinen Geheimgang da aufgemacht und jetzt schauen wir doch mal rein, was dahinter ist. Ah. Hier geht's einfach wieder raus. Oh, was haben wir da? Nett. Okay, ein Motorrad. Und da haben wir die Vorderseite des Schlosses. Dann gehen wir doch wieder zurück. Okay, Elsa ist weg. Dann sind wir wieder hier. Und den Geheimgang haben wir jetzt rausgefunden. Und ich habe dummerweise immer noch keine Dings gezeichnet. Keine Pläne. Ja, genau, das konnte man machen. Da an den konnte man ja vorbei. Ich muss kurz mal schauen. Genau, das war die Uniformteil. Und da war mal genau. Und jetzt können wir noch da unten reinschauen. Da haben wir, glaube ich, noch nicht reingeschaut. Das Fenster, kriegen wir das auf? Nein, ansonsten haben wir hier auch nichts. Naja, gut. So viel dazu. Dann gehen wir mal weiter. Hier müssen wir mal, glaube ich, noch nicht. Okay. Ich verkaufe diese modischen Lederjacken. Das war, glaube ich, falsch. Das laden wir doch einfach nochmal. Ich würde ganz gerne diese kleine Szene noch haben, wo er sich fragt, wo Elsa geblieben ist. So, und hier würde ich ganz gerne nochmal speichern. Machen wir einfach nochmal hier drüber. Gut. Jetzt bin ich echt am Fragen, wie kommen wir an den anderen vorbei? Als Diener können wir uns ja nicht mehr ausgeben. Sonst hätten wir Probleme mit ihm. Ob der auch nochmal Bier haben will? Nö, er will kein Bier haben. Sonst haben wir eigentlich nichts da, was ihn interessieren könnte. Gut. Nachricht für den Oberst? Wie wär's damit? Ach, Mist. Na gut, das hat auch nicht so ganz so geklappt, wie ich es eigentlich ganz gerne hätte. Probieren wir es doch noch mal mit der Nachricht für den Oberst. Mal sehen, ob das geht. Ja, das ist immer so ein Trial und Dings. So ein, vielleicht geht das ja. So ein Ausprobieren-Dings. Ah, ich hasse es einfach immer auszuprobieren, bis man die richtige Dings hat. Ich meine, wir könnten ihn auch verprügeln, aber das bringt's ja dann auch nicht wirklich. Probieren wir es nochmal. Wir haben ja noch ein paar Optionen. Okay, das passt auch nicht. Okay,
So viel dazu. Ich würde es ungern einfach mit dem Prügeln probieren. Ich würde es ganz gern so schaffen. Okay, vielleicht damit. Wenn nicht, können wir es vielleicht doch nochmal probieren. Ja, ich weiß nicht, ob, wenn wir jetzt uns hier umziehen, ob wir dann an ihn vorbeikommen. Okay, irgendwie geht hier mit dem hier nichts. Dann würde ich ganz gerne mal probieren, ob am anderen mit der Uniform, aber mit denen vorbeikommen. Mit der Diener-Uniform. Okay, da sind wir vorbeigekommen. Okay, also das läuft alles nicht ganz so gut, wie ich es eigentlich ganz gerne hätte. Ich hoffe, man kommt noch an den irgendwie vorbei. Oh. Das ist ja echt mal übel. Also der ist echt hart zu knacken. Am Schluss kommt man doch nicht dran vorbei, ihn niederzuschlagen. Okay, das hat auch nicht geklappt. Das brauchen wir gar nicht weiterzumachen. Wenn es so weitergeht, sind wir in dieser ganzen Folge nur mit diesen einen, mit dieser einen Wache beschäftigt. Das ist ja mal ziemlich krass. Okay, das Pama, das geht nicht. Dann probieren wir das hier nochmal. Okay, das geht auch nicht, aber es ging schon mal ein bisschen weiter. Vielleicht kommen wir sogar so rum. Ich hätte ihn jetzt wahrscheinlich schon mehrmals geschafft, ihn niederzuschlagen, aber das will ich eigentlich nicht unbedingt. Das würde ich ganz gerne vermeiden, wenn es geht. So, Stiefel zum Polieren. Obersten Stockwerk geht's nicht. Zweiten Stock. Soldat schiebt Wache vielleicht. Oh Mann!
Okay, das hat geklappt. Ach du Schande, das war jetzt schwierig. Aber man sieht, man kommt auch ohne die Wachen ohne diese Kampfszenen, ohne die Wachen K.O. zu schlagen, doch ganz gut weiter. So, hier geht's auf jeden Fall mal erstmal nach oben. Was haben wir hier oben? Hier haben wir erstmal einen Raum, in dem können wir uns je nachdem umziehen, genau. Ich speichere nochmal. Sicher ist sicher. Da haben wir noch eine Tür. Okay, was ist das hier? Eine Truhe. Haben wir da irgendwas drin? Oh, sehr schön. Wir haben ein bisschen Geld. Okay, der erkennt uns sofort. Das heißt, da gehen wir am besten nicht rein. Aber das Geld, das nehmen wir noch mit. Das lasse ich mir nicht entgehen. So, da kommen wir nicht rein. Da müssten wir vielleicht mit unserer Indie-Via reingehen. Vielleicht aber auch mit dieser Uniform, wo wir noch nicht rankommen. Ich probiere es einfach mal jetzt aus. Aber wahrscheinlich brauchen wir... Okay, das war klar. Was war denn das? Okay, das ist gut. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt hier klappt. War klar. Okay, dann brauchen wir die Uniform. Und dafür fehlt uns noch ein Schlüssel. Was ist mit dem hier? Was zu trinken bringen? Bier? Okay. Nicht alles sind so, naja. Biersüchtig wie der eine, den wir unten getroffen haben. Vielleicht eine Tasse Kaffee? Allerdings haben wir ja keine Tasse Kaffee hier. Kaffee. Okay, das geht anders auch. Das geht so auch nicht. Ah, ich hasse dieses ständige Versuchen und Probieren. Wobei, wir kommen bestimmt auch so eigentlich lang. Aber ich würde den eigentlich ganz gerne... Andererseits doch. Probieren wir es einfach mal. Okay, also das geht nicht. Oh doch, vielleicht mit den Stiefel polieren. Vielleicht würde das auch gehen. Mit dem hier. Stiefel zum Polieren. Zweiten Stock. Wache. Das hat beim ersten Mal ja auch schon gut geklappt. Okay. Das klappt so also nicht. Vielleicht können wir nach der Küche fragen. Okay, das klappt also auch so nicht. Vielleicht brauchen wir da auch diese andere Uniform. Wie gesagt, wir haben auch hier noch andere Dinge. Das würde... Was ist das hier?
Okay, ich würde sagen, wir probieren erstmal die andere Seite, bevor wir den versuchen zu beschwatzen. Was haben wir da unten? Da haben wir auch noch ein Fenster. Und da haben wir noch eine Tür. Da haben wir ein Fenster. Also die Räume sind sehr, sehr kahl eingerichtet, das muss man schon mal sagen. Dann öffnen wir mal die Tür. Wo geht's da hin? Da geht's hier wieder raus. Okay, dann haben wir hier noch eine Tür. Oh, was ist das hier? Auch nochmal ein Fenster. Tja, das wüsstest du wohl gern. Da haben wir auch nochmal einen Durchgang. Ah, und da kommen wir wieder hier her. Okay, das ist auch keine so gute Idee. Das heißt, diese Tür haben wir auch. Dann können wir vielleicht hier noch lang gehen. Wo geht's hier rein? Da haben wir nochmal eine Truhe. Haben wir da was drin? Oh, eine Uniform. Sehr nett. Was ist das für eine? Okay, Uniform, die viel zu klein ist. Ah. Wir haben einen Schlüssel. Vielleicht ist es der Schlüssel für diese andere Uniform. Für die untere. Dass wir da dran kommen jetzt. Und dann können wir vielleicht an der einen Wache vorbei. Ich würde sagen, wir probieren das mal mit der Uniform. Dann brauchen wir vielleicht gar keine Dieneruniform mehr anzuhaben. Muss man echt aufpassen, wann man welche Uniform anhat. So, hier braucht man nämlich die Dieneruniform, um an den vorbeizukommen. Aber um an den vorbeizukommen, brauchen wir unsere normale Kleidung. Dann kommen wir hier rein. Und passt dieser Schlüssel? Jawohl, sie passt. So. Dann hier raus, hier wieder rein. Dieneruniform anziehen. Raus an den vorbei. Hier rüber, hier hoch. Dann gehen wir hier rein und ziehen mal die Uniform, diese Uniform an. So. Und speichern. Jetzt bin ich gespannt, ob wir an den einen vorbeikommen. Eigentlich können wir jetzt an verschiedene versuchen vorbeizukommen. Versuchen wir erstmal den hier. Den hier unten. Okay, das ist Kunstsammlung. Kunstsammlung, können wir Ihnen das eine Bild, das wir haben, geben? Okay. Ob das was gebracht hat? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war das ein Fehler, ich weiß es jetzt noch nicht so ganz genau. Nee, ich glaube, das war richtig.
Okay, wir müssen da reinkommen. Sehr gut, das war richtig. Das sieht verdächtig aus, meiner Meinung. Können wir das ziehen? Ich hätte verschwören können, dass es so groß ist, dass dahinter vielleicht sogar ein Geheimgang gewesen wäre oder sowas. Aber anscheinend war das nicht der Fall. Nun gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal Schluss und schauen uns in der nächsten Folge weiter hier im Schloss um. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.